herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe hier eine neue Videoreihe auf Lager und zwar hier werde ich euch zu allen Muskelgruppen ein paar Übungen zeigen. Dafür habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir eingeladen, der sich hier super auskennt und zwar der Danny. Hallo, mein Name ist Danny, ich bin von Ausmein, mein Kanal ist der Ausmein-Kanal. Ich werde heute mit der Dina zusammen uns die Muskelgruppen erarbeiten, die Muskelstränge mal ein bisschen zu strapazieren. Wir starten heute mit den Armen, weil die nämlich ziemlich beschissen sind bei mir, ganz ehrlich Leute. Und dafür haben wir uns ein paar Übungen überlegt, die wir euch heute ein bisschen vorstellen wollen. So, jetzt sind wir bei den Armen. Und zwar machen wir ja Bizeps, Trizeps, wie gesagt. Und wir beginnen, würde ich mal sagen, mit Bizeps. Und zwar würde euch empfehlen, wenn ihr das zu Hause macht, dass ihr mit Kurzhantel quasi eine Kurzhantel nimmt und ihr macht Isolationscurls. Das heißt, eigentlich ihr macht die im Sitzen und quasi ihr nehmt quasi euren Ellenbogen und stellt den selber bei euch hier so schön in die Seite, dass ihr genug Zug habt, könnt euch hier abstützen. Und dann schön hier rein und dann quasi führt ihr ganz normal, ihr macht Curls. Also ihr führt ganz nach unten, ist wichtig, die ganze Range of Motion reinnehmen und dann wieder schön nach oben. Ihr könnt, müsst aber nicht, ihr könnt oben, wenn ihr wollt, ein bisschen eindrehen, müsst ihr aber nicht, weil der Weg ist quasi erstmal ganz nach unten und wieder ganz nach oben. Ihr müsst nicht, weil hier für den, ich werde euch das nachher genauer zeigen, aber es gibt ja auch sozusagen den Kopf und den Kopf. Und der Kopf ist ja mit dem hier gekoppelt, aber ihr könnt auch Auswirkungen auf den Kopf einnehmen, aber das zeige ich euch irgendwann mal später, wenn es mal rein um den Bizeps geht. Das ist eine Isolations-Curls-Übung. Als zweite Übung könnt ihr natürlich eine Langhantelstange nehmen, ihr könnt aber auch eine SZ-Stange nehmen, das ist euch ganz überlassen. Wir nehmen jetzt mal eine SZ-Stange und ihr nehmt euch einfach quasi so den breitesten Griff, schön die Handflächen hier nach oben und eigentlich auch wieder curlen. Das heißt, ihr geht wieder ganz runter und curlt wieder ganz nach oben. Geht wieder ganz runter und curlt wieder ganz nach oben. Wenn ihr dann damit fertig seid, dann nehmt ihr euch einfach die Hantel so rum in dem oberen Knick und auch mit dem Obergriff, dann bleibt der Arm angewinkelt und dann zieht ihr in die Richtung und zwar trefft ihr dann hier vorne den Oberarm als den Unterarm sozusagen, bloß der obere Teil hier. Das ist dann so, könnt ihr eine Kombiübung machen. Als drittes und letztes, was sehr wichtig für den Bizeps am Arm Muskulaturbild ist der Brachialis, Bizeps Brachialis, und zwar müsst ihr damit Hammercurls arbeiten, also in dem Kurzhanteln. Da ist wichtig, dass ihr auch Kurzhanteln nehmt, am besten eine oder auch, wie gesagt, ihr könnt auch beide nehmen. Und beim Brachialis ist es dann ja so, dass man quasi ja von unten nach oben führt und dann die Hantel so hat. Ist im Prinzip auch richtig. Aber es geht immer noch besser, wenn ihr die Hantel Richtung Schulter zieht und sie dann eng wieder unten zusammen. Ihr müsst sie hier ziehen, weil erst da ist er voll kontrahiert. Das heißt, ihr zieht hier hoch und erst dann ist der ganz, ganz kontrahiert. Und dann könnt ihr das natürlich so machen. Ihr könnt es abwechselnd machen. Ihr könnt es auch einarmig machen. Ihr könnt es natürlich auch beidarmig machen. Empfehlungswert entweder einarmig oder eben abwechselnd, dass ihr euch schön konzentrieren könnt, in welche Richtung ihr geht. Also das ist für die Armmuskulatur, für den Bizeps ist es sehr wichtig. Wir sind dann ja auch noch am Trizeps jetzt angelangt. Ihr wisst ja natürlich, dass der Trizeps der größere Muskel des Armes ist. Der macht 2/3 aus und der Bizeps nur den Rest. Das heißt, im Endeffekt ist der Trizeps wichtiger als der Bizeps und deswegen muss man den auch gut trainieren. Ich zeige euch heute ein paar Übungen, wo ihr dann quasi auch zu Hause machen könnt. Und wir beginnen mit einer Übung, wo wir Kurzhanteln nutzen. Wir nehmen wieder 2 Stück, weil ihr braucht beide. Und zwar setzt ihr euch hin. Eine Kurzhantel könnt ihr
mal ablegen und die zweite nehmt ihr euch. Und ihr kennt wahrscheinlich die Übung, wo man über Kopf macht, dass man die so schön nach hinten und dann schön nach oben durchzieht. Die Übung ist top. Die könnt ihr natürlich immer so machen, aber ihr könnt auch Folgendes machen. Ihr könnt auch Teilwiederholungen einbauen, wenn ihr gerade natürlich immer bleibt. Und ihr geht, bis nicht mehr geht, ganz nach hinten und geht dann nur bis hier hoch. Und da macht ihr einfach mal so viel Wiederholungen, wie es einfach geht. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr ja quasi, eigentlich hätte ich die zweite nicht gebraucht, aber egal, könnt ihr auch die Handel dann gleich nehmen. Und ihr geht dann quasi, ich mache es jetzt von der Seite, dass ihr es besser seht, ihr geht quasi auf die Bank oder auf irgendein Teil, beugt euch einfach im geraden Rücken nach vorne, dann nehmt ihr quasi die Handel und dann macht ihr Kickbacks. Immer nur so, und nur der Weg, nicht ganz, sondern nur der Weg. Der Stückweg, der Teilweg. Da macht ihr dann, könnt ihr auch schön eng am Körper bleiben, dann könnt ihr gute Kickbacks machen. Das Verhältnis her ist so, da ihr ja oben nur den Teil macht, spielt ja quasi nur der Teil und der ganze hintere Teil ja nicht. Und den macht ihr dann quasi durch die Kickbacks. Für die Arme haben wir euch auch einige Übungen gezeigt. Auch hier gilt es natürlich, wie das Ganze auch umzusetzen. Deswegen zeigen wir euch jetzt, wie die richtige Ausführung hier aussieht. Genau, wir machen heute Bizeps und Trizeps. Wir nehmen jetzt zwei Kurzhanteln. Wir machen jetzt zuerst mal Hammercurls. Hammercurls sind, du kannst schon mal einen Hammercurl vormachen. Das ist... Genau. Und beim Hammercurl ist es wichtig, viele machen den ja einfach nur gerade nach oben. Wichtig ist ihn aber von seitlich, also von der seitlichen Richtung, also schon so mit dem angezogenen Arm zur Brust zu führen. Das heißt, schön den Arm am Körper lassen und dann das Gelenk schön knicken. Genau. Und zwar könnt ihr das entweder einarmig machen oder auch beidarmig oder auch gleichzeitig. Aber ich würde es euch einarmig oder abwechselnd empfehlen. Genau. Dann legst du eine Kurzhantel ab und dann kannst du dich schon mal hinsetzen mit der anderen Kurzhantel, weil wir machen jetzt Isolationscurls. Bei Isolationscurls ist es wichtig, dass der Ellenbogen am Oberschenkel fixiert ist, die anderen könnt ihr abstützen. Und da ist es dann wichtig, dass ihr die ganze Range of Motion reinnimmt. Genau, ihr curlt einfach nach oben. Schön runter und wieder nach oben. Genau. Das ist eigentlich die Isolationscurl. Genau. Dann würde ich empfehlen, nehmen wir eine SZ-Stange, wenn ihr die natürlich zu Hause habt. Wie gesagt, unten ist ja immer alles verlinkt. Die nehmen wir im breiten Untergriff. Genau. Und da machen wir das gleiche wie den Isolationskurs. Wir curlen einfach ganz nach unten. Und schön natürlich immer eng mit den Armen am Körper bleiben. Das ist auch sehr wichtig bei so einer Übung. Genau. Wenn ihr dann gleich damit fertig seid, dann macht doch einfach den Obergriff enger, genau so. Und dann geht es auch von unten nur in die Waagerechte zu curlen und wieder nach unten. Und auch wieder Arm enger am Körper, wie da. Und dann schön nach oben, da wird nämlich der obere Unterarm mit reingenommen. Den merkt man auch richtig, weil man Unterarme nicht so richtig trainiert normalerweise. Ja. Aussieht es ja jetzt voll die Kletterer oder so. Aber die Unterarme, die merkt man schon direkt, weil die sind einfach mal im Alltag nicht so unbedingt benutzt. Genau. Dann werden wir die SZ-Stange gleich mal beibehalten und werden den Trizeps euch zeigen. Und zwar, ihr nehmt einen engen Griff, und zwar den Obergriff. Dann streckt ihr ihn durch den Arm. Genau. Und dann knickt ihr hinten im Gelenk nur ein. Und dann wird nach oben wieder durchgedrückt. Genau. Und zwar nur... Das Gelenk bewegt sich und nicht der Arm. Genau, er bleibt schön starr. Ihr dehnt es schön nach hinten. Dehnt es schön nach hinten durch. Genau. Das ist eine Trizepsübung, die ihr auch im Liegen mal machen könntet. So, dann nehmen wir
noch eine Kurzhantel. Da reicht mal eine. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Du kannst dich hinsetzen. Und zwar, wir machen jetzt hinterm Kopf strecken. Quasi, ihr geht ganz nach schön mit der Hantel schön tief runter und genau und dreht ihn ganz nach oben ein. Ihr könnt das aber auch als eine Kombiübung machen und zwar geht ihr dann auch mit dem ganz nach hinten, bloß ihr strickt nicht ganz durch, genau, nur bis dahin. Genau, und wenn ihr das mit beiden Armen gemacht habt und ihr könnt nicht mehr, steht ihr auf, nehmt eine leichtere Kurzhantel, wäre natürlich in dem Fall besser. Und dann stützt ihr euch irgendwo ab, macht einen geraden Rücken, genau, und dann macht ihr quasi nur noch in der hin Kickbacks, aber nur noch in der, nur noch den Arm etwas anwinkeln, genau, und jetzt werden nur noch den letzten Schliff rausgekickt. Genau, das habt ihr nämlich bei der normalen Übung nämlich nicht dann drin, so habt ihr Teilübungen und ihr trefft jeden Muskel gleich. So könnt ihr eure Arme und euren Trizeps, euren Bizeps, kann das alles trainieren und habt dann auch schönere Arme, die dann einfach ein bisschen fester werden auch, weil die Muskulatur halt einfach natürlich ein bisschen fester hält wie Fett. Ich sag nur diesen hier. Und somit für Frauen und für Männer gleichermaßen geeignet. Genau, für Männer, ihr könnt ein bisschen mehr machen, da kriegt ihr dicke Arme und für die Frauen ist es einfach von der Symmetrie auch ganz schön. So ist es. So ihr Lieben, das war's mit diesem Video zum Thema Armmuskeln trainieren. Ich habe damit viel mitgenommen und ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Danny, dass du mir das alles gezeigt hast. Habe ich gern gemacht und ja, ich wollte noch kurz zu meiner Person was sagen und zwar, ja, mein Name ist ja Danny und ich bin von Ausmein. Ausmein ist meine Firma und es geht bei mir darum, Personal Trainer zu sein und euch viel Beratung und Erfahrung mitzugeben. Meine Lizenzen liegen bei der Profi-Trainer-Lizenz und A- und B-Lizenz mit einem medizinischen Hintergrund. Deshalb bin ich medizinischer Personal Trainer und kann euch da dann so gut wie möglich alles weitere mitgeben und kann euch auch ein bisschen was über die Risiken und Schmerzen in eurem Körper, in eurer Muskulatur erzählen. Zu meiner Person, ich bin 31 Jahre alt und ja, das war's eigentlich. Cooler Typ auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Das nächste Mal ist das Thema. Ich muss nachgucken. Brust dran. Ich bin sehr gut vorbereitet. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.